MMOGA, dein Gaming-Spezialist mit Kampfpreisen. Moin Leute, Herbert hier, GamerTV, und ein herzliches Willkommen hier zu einem kleinen, aber feinen Tutorial zu Landwirtschaftssimulator 2017. Und zwar, wie ihr schon oben in der Titelanzeige gelesen habt, geht es um Geld. Und da ich ja momentan die Mods-Vorstellungen mache, habe ich halt auch ein Geldproblem gehabt und habe mich schlau gemacht, und diesen Trick möchte ich gerne teilen. Der ist zwar weltweit bekannt, aber vielleicht kennt der ein oder andere das Problem, aber nicht die Lösung. Und dafür bin ich da. Und zwar, wenn ihr bei euch auf C, Users, bei mir ist das in dem Falle Hubifan, Documents, My Games und Farming Simulator dann geht, also diese Schritte einfach machen. Normalerweise ist es bei C gespeichert, zu 90% ungefähr. Und dann kommt hier dieser wunderschöne Ordner. Dann wählt ihr das jeweilige Safe Game aus. 1, 2 oder 3 oder 4 oder 5 oder 6, kommt drauf an, wie viele ihr habt. Bei mir war es in dem Fall das Safe Game 3. Dann geht ihr da drauf. Und dann kommt oben der wunderschöne Safe Game selbst. Den öffnet ihr dann bitte mit einem Editor oder ähnlichem. Und dann habt ihr dieses wunderschöne Dokument. Riesengroß, viel Text. Aber durch STRG F wird der Text gleich kleiner. Dort gebt ihr nämlich dann einfach in die Suchzeile Money ein und drückt Enter. Schon habt ihr hier wunderschön markiert den Geldbetrag. Maximal sind 999999999 Euro möglich. Von daher denke ich mal, ist das eine angenehme Zahl. Das sind 999.999.999. Ich denke, damit kommt jeder klar. Falls nicht, kann ich da auch nicht mehr helfen. Okay, das war mein kleiner Trick, wie ich in dem Landwirtschaftssimulator 2017 mein Geld bekomme. Ich hoffe, es hat euch geholfen. Falls ihr noch irgendwas wissen wollt, schreibt es in die Kommentare. Bis dann, Leute, bleibt wie ihr seid. Danke fürs Zusehen und Tschüssikowski, macht's gut.